Sportaids wird Ihnen präsentiert vom Hasler Profizenter, Optimo Group, Mobiliar Winterthur und einem starken Wirtschaftsteam aus der Region Winterthur. Sportdate vom November. Grüezi miteinander und herzlich willkommen hier im Win 4 in Winterthur. Sportdate, das wissen Sie, ist die Sendung, die den Sport auf die Wirtschaft trifft. Heute wird unsere Sendung geadelt. Wir haben nämlich zwei Könige zu Gast. Man sagt zwar, sie seien ganz böse, sie sind aber unglaublich beliebt, bodenständig, leben aber trotzdem auf grossem Fuß. Schon mit 10 hat der kleine Stucki in Schuhgrösse 44 getragen, hat später mit Schutten müssen hören, wegen den zu grossen Füssen. Härte Schale, weicher Kern. Ein Familienmensch, der liebend gern mit seinen Söhnen im Garten schwingt. Er ist bescheiden, sieht sich definitiv nicht als Adonis. Seine Schocke-Seite sei eher die von hinten. Seine Frau schwärmt vom liebevollen Papi, auch wenn er manchmal einen Tritt ins Fudi braucht. Fischen, Hornussen und Golfen sind seine Hobbys und so richtig grusig findet er rohe Austern. Der Krigo Stucki, ein sanfter Reis, ein gutmütiger, sympathischer Kerl, nicht umsonst einer der beliebtesten Sportler vom Land. Herzlich willkommen am Schwingerkönig 2019, Krigo Stucki. Grüezi miteinander, merci vielmals. Ja, Krigo, eben, wir haben es gehört, der Tritt ins Fudi, der erstaunt. Du bist so erfolgreich. Hat es einen ganzen Haufen Tritt gegeben? Oder wie muss man das verstehen, dass du den Tritt ins Fudi brauchst? Ja, das ist natürlich manchmal halt. Ja, ich bin so ein bisschen eher der gemütliche Typ manchmal. Und dann braucht es halt manchmal im Training oder auch daheim manchmal einen Stopf zu fütteln, dass man wieder ein bisschen mehr dahinter geht und das Ganze wieder ein bisschen strenger nimmt. Jetzt eben, du hast ja geschuttet, hast mit 10 die Schuhgrösse 44 gehabt und hast nachher müssen hören zu schuten. Warum hast du müssen hören wegen den Füssen? Ja, mit 14 habe ich Schuhgrösse, ich weiss, ich habe 48 oder 49 schon. Und habe dort dann meine Schuhe sind durch, dann sind wir ins Schuhgeschäft und ich habe alles probiert und gemacht und da, aber es hat einfach keine Schuhe mehr gegeben in meiner Grösse. Dann musste ich auch meine Fußballkarriere an Nagel hängen, aber ich glaube, ja, es wäre dort nicht so gut gekommen im Schwingen. Eben gerade wollte ich sagen, zum Glück hast du gewechselt für uns und für den Sport. Das natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe auch nicht so eine gute Figur abgegeben. Ich schaute zwar gerne noch gerne, aber irgendwann sind die Künste auch im Anschlag von mir. Unser zweiter Gast, der lebt auf noch grösserem Fuß, findet es aber mässig lässig. Und auch er gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Sportlern der Schweiz. Er ist ein Toggenburger Urgestein, nahbar, fröhlich und für jeden Spass zu haben. Schon mit 9 ist der Rekordschwinger im Segmal gestanden, hat im Jugendchörli gesungen. Er trägt Schuhgrösse 52 und findet es gar nicht schön. Seine Schuhe sehen aus wie ein Rettungsboot. Auf Süßes steht er, ein Gutzli-Pack überlebt es nicht lang. Nicht der geduldigste ist er beim Autofahren. Langsame Schleicher gehen es gar nicht an. Zum Thema Organspende äußert er sich positiv, befürchtet aber, dass sie zu gross sind. Der Nöldi Forer, hemdsärmelig, bodenständig, ein Berg von einem Mann, der auch als singender Seegott eine gute Falle macht. Herzlich willkommen im Schwingerkönig von 2001, Nöldi Forer. Ja, eben, und das wäre Schuhgrösse 52 und meins ist 39 zwischen ihnen. Also, wenn man da ein bisschen schaut, es ist schon ein kleiner Unterschied. He? Und du hast 51, Krigo. Ich bin dort ein bisschen kleiner als der Nöldi, ja. Aber nur ein bisschen. 51, ja.
Nöldi, findet ihr das eigentlich lässig? Ihr werdet immer auf Grösse und Gewicht. Und das ist so eine feste Grösse von euch mit den Schuhen. Jedes Mal kommt man mit dem, weil es die Leute so fasziniert. Stinkt einem das manchmal ein bisschen? Nein, ich glaube, das gehört ja auch dazu. Und es ist ja nichts Negatives oder nichts Schlechtes, wo man sich dafür verstecken müsste. Also ich habe kein Problem mit dem und glaube, der Kriegel auch nicht. Er fällt noch mehr auf. Nein, ja, also kein Problem, wenn man ein bisschen auf die Schuhgrösse angesprochen wird. Von dem her. Es gehört mittlerweile einfach dazu. Das nehmen wir dir locker. Jetzt, du hast eben mitgemacht bei dem Masked Singer. Erzähl ein bisschen, wie war das für dich? Das war eine spezielle Rolle. Ja, das war ein einmaliges Erlebnis. Wirklich, es war sehr spannend. Und ja, man hat ihn nicht gekannt und das war ja speziell. Darum habe ich ja ziemlich schnell zugesagt. Weil ja, unter der Maske singen, eben, du wirst nicht auf Schwingen reduziert, du wirst nicht auf Person reduziert. Und da hat mir natürlich gefallen, einfach mal können, ja, jemand anders sein im Prinzip. Eben ein Wassergott bist du, den wir jetzt vorher auch gehört haben. Wie war denn das mit Text lernen und die Songs lernen? Ja, das war auch ein bisschen das Handicap, was wir eben voraus nicht gesagt haben, dass alle Songs Englisch sind. Und da ich brutal gut Englisch kann, ja, ist dann die Texte auswendig lernen relativ schwierig gewesen. Zumal man nach jeder Sendung anfangen, den neuen Song eigentlich gewusst hat. Und dann beim Heimfahren habe ich einmal schon wieder den Text geübt. Und kurz bevor ich daheim war, hat es geheißen, die Redaktion hat es gleich gefunden, ein anderes Lied. Und dann konnte ich wieder von neuem anfangen. Und dann ist es einmal schon ein bisschen. Ist einmal ein bisschen kritisch geworden und in der Hauptprobe habe ich einmal den Text oder den Song noch überhaupt nicht können. Aber nachher, was gelaufen ist, hast du es können? Ja, vielleicht habe ich auch das ein bisschen gebraucht, ein bisschen Nervosität und alles miteinander, dass es dann geklappt hat. Aber jetzt kommen wir auf den Sport, oder nachdem wir ein bisschen Vorgesprächle aufwärmen auf den Sport. Ist denn das etwas, wo ihr speziell gut könnt, Kriegel, auf den Punkt eben parat sein, so wie er es gesagt hat? Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das musst du können als Sportler, dass du auf den Punkt parat bist, eben sei es an einem Grossanlass oder auch sonst an einem Schwingfest. Du hast ja deine bestmögliche Leistung abprüfen und darum musst du von Anfang an parat sein. Was natürlich nicht immer möglich ist, ich sage immer, wir sind ja nur Menschen. Du bist keine Maschine, die einfach dann gerade top zu Weg ist. Aber das ist schon ein Ding vom Sportler, dass er wirklich dort auf diesen Punkt parat ist und dann seine beste Leistung abprüfen kann. Oder sicher auch beim Nöldi. Beim Singen so gewesen. Aber wie macht ihr denn das? Also ist das Mentaltraining vorher? Man ist ja sicher auch nervös, jetzt wenn man gerade auf ein Eidgenössisches schaut. Wie macht ihr denn das? Ja, das ist genau das. Es ist auch ein bisschen vorgegeben. Also am einen liegt es mehr, am anderen weniger. Die einen sind Trainingsweltmeister, also die im Training klopfen die jeden 10-mal her. Und am Schwingfest geht nichts mehr. Da sind sie blockiert, es kommt nichts mehr Sinn. Sie machen nur immer den gleichen Schwung und sind nicht blockiert. Und da musst du ein bisschen gegeben sein. Und wenn du das Talent nicht hast, dann wird es sehr, sehr schwierig. Auch mit Mentaltraining, dass du das herbringst, dass du die Lockerheit hast am Schwingfest. Und ja, eben, am Schwingfest auf den Punkt dann kannst du liefern. Aber wie ist denn die Vorbereitung bei euch? Jetzt wisst ihr, jetzt habt ihr 3 Jahre trainiert. Schwingerkönig sein ist nachher verändern, das Leben, oder? Was hast du denn jeweils gemacht, wenn du nervös gewesen bist? In jungen Jahren bin ich eben gar nicht nervös gewesen. Und ja. Das ist ein bisschen, das ist super gewesen für mich, oder? Ich habe dann vor der Gang auch immer mit meinen Kontrahenten, wirklich bis wir müssen nie, habe ich immer mit denen geredet hinter dem Tisch und irgendwie ein Eich erzählt. Oh, schau, jetzt hat er fast gewonnen dort. Und da sieht einer Lust. Einfach irgendwie, ja, bis mir dann irgendwann mal einer gesagt hat, du kannst mich nämlich nicht 2 Minuten vorne in Ruhe lassen. Ich muss ein bisschen für mich sein. Und ich habe das gerne checken, das Junge. Und habe dann gedacht, oh ja, okay, ja. Aus dieser Perspektive habe ich das noch nie gesehen. Dann habe ich es dann in Ruhe lassen. Ja, ins Alter wirst du dann eher ein bisschen nervöser. Da ist es so. Und du hast aber mir gesagt, du hast ein Ritual am Abend vorher. Hast du was gemacht? Ja, irgendwie, weiss auch nicht. Einmal an einem Samstagabend vor dem Schwingfest habe ich. Ja, es war ein bisschen langweilig. Ich dachte, ich könnte ja das Haus putzen. Und dann habe ich angefangen, Staub zu saugern und Badzimmer putzen und Boden aufnehmen. Musik hören dazu. Und dann habe ich das eigentlich vor jedem Schwingfest am Samstagabend gemacht. Und ja.
bisschen Ablenkung hatte. Und am Sonntag oben hatte ich ein sauberes Haus, wenn ich heim bin. Es war nicht so eine schlechte Ablenkung in diesem Fall. Nein. Meine Frau wäre auch froh gewesen, wenn sie es gemacht hat. Was ist denn dein Rezept, Kigo, um sich zu fokussieren? Eben, der Nöld ist ja auch noch kurz vor irgendeinem Gang noch schnell zu den Fernsehstationen raufgekommen und hat noch ein Interview gegeben. Ja, das ist, bei mir war es auch so ein bisschen ähnlich gewesen. In den jüngeren Jahren bin ich auch nicht nervös gewesen. Damit man es nicht angesehen. Und auch vor den Gängen habe ich auch noch mit den Gegnern geschnurrt. Oder bin ich heute schnell dort, habe noch ein Autogramm gegeben und noch ein Foto gemacht. Und eben, desto älter das jetzt geworden, ich habe vorhin zum Nöldi gesagt, der Garderobe hinten, also so nervös wie vor dem Eidgenössischen bin ich noch nie gewesen. Und das war auch so gewesen. Es ist, natürlich bei mir eben als amtierender Schwingerkönig und noch mit den Verletzungen die Saison nicht gehabt habe, die ganze Saison nicht geschwungen und dann gerade am Eidgenössischen antreten, habe ich gewusst, wie es läuft. Und ja, da bin ich ziemlich nervös gewesen. Aber ich glaube, es braucht auch eine gewisse Nervöse, braucht, aber es braucht auch eine gewisse Lockerheit. Ich glaube, wenn du immer nur auf das Ziel hersteuerst, verkrampfst du dich auch irgendwie. Und das ist vielleicht unser grosser Pluspunkt, das haben wir nie so gehabt. Du hast auch zwischendurch mal Späßchen machen mit einem, nicht nur mit der Garderobe, halt auch noch auf dem Platz draussen. Und das ist vielleicht gerade das, was uns hat ausgemacht hat. Mhm. Ja, da war das, was ich wieder herausgefunden habe. Also ich habe dann, wo wir Jungs sind, haben wir nicht die Ruheräume gehabt für die Schwinger. Ich meine, unser Platz vom Schwingclub war immer unter dem Speakerwagen unten. Schatten, wenn es geregnet hat, bist du geschützt vor dem Regen, also war immer gut. Und dann hat es die Ruheräume gegeben und dann ist man auch in die Ruheräume gegangen. Kaum hat man geschwungen, ist man dort her. Und dann bin ich auch irgendwie immer nervöser geworden, bis ich gecheckt habe, dass mir das nicht gut tut. Den anderen tut es vielleicht gut, aber mir nicht. Dann bin ich einmal schnell in den Ruheraum, schnell etwas zu essen geholt, Bananen oder einen Riegel. Und dann bin ich wieder unter die Leute, habe mit den Leuten wieder ein bisschen angefangen zu blödeln. Und das hat mir Nervosität wieder genommen. Ich habe das jetzt gebraucht und die anderen brauchen eben dann da gar nicht. Das ist ein bisschen herausfinden. Der Jörg Abderhalden war ja so jemand, der kein Interview gegeben hat, nichts, hat sich sehr abgeschottet, hat aber gesagt, das braucht das. Aber jetzt sag noch schnell, Kigl, in so einem Moment, jetzt weisst, jetzt kommt der Schlussgang, oder? Und weisst, jetzt könnte das Leben verändern. Also der eine war ja dort 2013 mit dem Matthias Sempach, der dann verloren gegangen ist. Wie geht man dann in so einen Schlussgang hinein? Also weisst, jetzt 800'000 Leute am Bildschirm, weiss nicht, 50'000 im Stadion. Ich glaube, das nimmst du gar nicht so wahr, aber bist so mit dir selber beschäftigt, dass du es gar nicht so wahrnimmst. Und ja, du hast natürlich ein Ziel vor Augen und das Ziel willst du erreichen. Eben jetzt bei mir hat es zum Glück noch geklappt im zweiten Anlauf. Ich sage, jetzt kann ich vom 2019 erzählen, dann einfach gewusst, gegen Vicky Joel, er ist irgendwie 12 Jahre jünger. Und er macht noch ein bisschen besser als ich. Ich wusste, ich muss so schnell wie möglich, wenn ich gewinnen will, muss ich innerhalb von den ersten 5 Minuten den Kampf entscheiden. Und ja, habe dort dann einfach alles auf das fokussiert, auf die ersten 5 Minuten. Weil ich wusste, sonst wird es extrem schwierig. Und habe dort dann so, ja, das war mein Hauptantrieb gewesen, dass es einfach so schnell wie möglich muss gehen. Das ist ja dann auch schnell gegangen und jetzt weiss ich nicht, ob ich das Fernsehen die Regie linke, weil eigentlich habe ich gesagt, bringen wir zuerst im Nöldi Sinn. Einspieler, aber weil wir es jetzt gerade schon so angezogen haben, wären wir bereit schon für den Einspieler, sind wir ready. Gut, dann schauen wir uns doch den Schlussgang 2019 schnell an. Stucki, oh, ist nur kurz. Stucki! Oh, der Stucki! Oh, der Stucki! Der Stucki ist König, das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Das ist genau das. Ich habe nicht recht gewusst, wie der Stuck rauskommt. Er kommt raus und reisst. Und er macht ein einziges Mal einen Fehler und der Gang ist offen. Hei, jei, 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 jei. Der Stuck. Das gibt's gar nicht. Es ist zum 26. Mal ein Berner. Es ist einfach unglaublich. Und der Stucki, historisch Kirchberg-Sieger ist er, Unsprungensieger ist er, König ist er. Es hat auch einen geschafft. Er hockt da 5 Meter links von mir, heißt Abderhalden Jörg.
Unglaubliche Bilder. Der Gegner war über Joel Wicki, der jetzt im Pratzeln Schwingerkönig geworden ist. Aber sag noch schnell, wie war der Moment? Weil 2003 bist ja du dann der König der Herzen gewesen, wo du so ein unglaublich grossartiger Verlierer gewesen bist, in Anführungszeichen, wo du den Kuss gegeben hast, Matthias Semper. Wie war jetzt das gewesen? Ja, das war natürlich so ein bisschen wie eine Lösung gewesen. Ich bin eigentlich, ich sage jetzt mal, von 2007 an, habe ich immer zum Favoritenkreis gezählt, eben 2013 sogar selber in den Schlussgang gekommen. Und nachher mit 34 dort noch zu realisieren und den Schwingerkönigstitel in Zeeland nehmen, ist natürlich eine riesige Lösung gewesen. Eben, da haben wir gewusst, jetzt haben wir es endlich geschafft. Und es wäre so ein bisschen eben. Wir haben noch einen zweiten Berner, der Gassenkläusel. Der ist auch ein unsponnener Sieger und Kirchberg-Sieger. Aber Schwingerkönig ist er nie geworden. Das ist einfach so irgendwie wie ein Taugfleck im Palmarès natürlich. Und ich bin jetzt froh, dass ich das im 19. noch ausmerzen konnte. Eben, du hast den Grand Slam eigentlich so. Das hat ja nur der Jörg Abderhalden auch noch geschafft. Das ist, wie hat sich nachher das Leben, denn, du bist ja vorher schon sehr bekannt gewesen, aber wie hat sich das Leben nachher mit dem Königstitel noch verändert? Ja, verändert eigentlich nicht gross. Wir waren einfach noch ein bisschen bekannter gewesen. Ja, ich bin mal nach dem Königstitel sind wir mal zu Zürich gewesen, und dann sind wir die Bahnhofstrasse gelaufen. Und dann habe ich gesagt, Rolf, ich bin mit dem Rolf unterwegs, Rolf, jetzt ist nicht mehr gut. Jetzt kennen sie mich sogar schon zu Zürich auf der Bahnhofstrasse. Nöldi, wie war bei dir? Dein Titel war 2001. Dort war das Fernsehen noch nicht so gross dabei. Ich konnte mit der Werbung nicht so gleich arbeiten wie jetzt, wenn man jetzt sieht, den Kriegel Stucki. Wie war das für dich damals? Ja, damals ist natürlich eben, du sprichst jetzt die Werbung an. Damals hast du eigentlich noch keinen Werbe- oder keinen Sponsor gesehen auf dem Job, am Schwingfest oder so. Und ich weiss, als ich Schwingerkönig geworden bin, ja. Da einer kam und gesagt hat, da ist 3'000 Franken, dann war er schon Hauptsponsor gewesen. Also, das hat schon extrem geändert. Ich meine, wir haben da, ich sage jetzt ein paar Franken verdient, aber natürlich ein Bruchteil das, was jetzt abgegangen ist. Aber nicht, dass ich jetzt an dem nachtraue oder irgendetwas. Ich sage, ich habe es ja nicht wegen dem Geld gemacht, ich habe als Bub nicht wegen dem Geld geschwungen. Wir haben gerade in der Garderobe diskutiert, wir haben bis 20 Gebet nie vom Schwingerkönig geträumt. Wir haben einfach Spass gehabt am Schwingen, Punkt, Schluss. Und wenn es dann noch klappt, ist es ja umso schöner. Aber du warst dort 22 in dem Nyon, oder? Und bist mit einer gebrochenen Rippe, hast den Schlussgang gegen den Jörg Abderhalden bestritten. Von einem Klapp auf den anderen dann wirklich halt in der Öffentlichkeit, mit 22, wie war denn das gewesen? Ja, ist natürlich schon ein bisschen auf einmal abgegangen. Dann. Eben, man heim ist am Montag, dann hat es einen riesen Empfang gewesen. Schweizer Fernsehen ist daheim schon parat gewesen, hat die ganze Familie schon interviewt gehabt, und dann hat mein Bruder ein ganz schönes Interview gegeben. Du hast eben gerade gefragt gehabt, auf einmal berühmt sein. Schweiz aktuell hat mein Bruder den Kriegel gefragt, ja, wie jetzt das so sei, auf einmal so einen berühmten Bruder zu haben. Und dann hat der Kriegel noch gesagt, ja, einen schlechten Ruf hat er vorher schon gehabt. Und gelacht dazu. Da ist man geblieben. Ja, es ist dann schon ein bisschen, ist ein bisschen komisch gewesen. Auf einmal am Anfang hat man es gerne nicht realisiert und dann hat man es irgendwie so ein bisschen beobachtet gefühlt, ist dann nicht immer ganz einfach gewesen. Man ist nicht mehr gleich locker irgendwo hergegangen. Das hat sich dann ein bisschen geändert. Aber irgendwann hat sich das wieder eingependelt. Und, Jetzt eben, du bist ja Unternehmer, du hast auch immer geschafft. Ich habe immer geschafft eigentlich. Jetzt, du bist aber, um jetzt Schwingen abschliessen und nachher ein bisschen auf die wirtschaftliche Seite kommen, du bist zurückgetreten, noch vor dem Eidgenössischen, jetzt in Pratteln, und hast im Schwegalb schwingend deinen Rücktritt gegeben, und das ist auch, das geht recht ans Herz, wenn man das anschaut. Herzliche Gratulation dir, Nöldi, zu deiner grossen und grandiosen Schwingerkarriere. Und genießt den schönen Moment einfach nur mal.
Eine grosse Karriere, Schwingerkönig, Rekordkranzgewinner, 151 Ränge, und dann wird man so verabschiedet. Standing Ovation, der Brumm ist noch dort, der Bundesrat Uli Maurer hat dann auch noch dir noch gedankt und für das, was du für die Eidgenossenschaft gemacht hast. Ich meine, das ist eine Adelung, gerade nochmal eine. Auf was führst denn du das zurück, dass das Schwingen, dass sogar der Bundesrat sich bedankt bei euch, was ihr für die Schweiz macht? Auf was ist das zurückzuführen? Ja, ich glaube einfach, das ist halt Schwingen, Tradition, das Brauchtum, das ist halt einfach alles miteinander, das Friedliche, das ist, ja, warum wollen alle als Eidgenössisch? Ja, weil es ist einfach friedlich, es ist schön, ich meine, in welchem Anlass, sei es Sport, sei es Konzert, Musik oder Kultur, in welchem Anlass kannst du in eine Arena hier mit dem Rucksack, mit was auch immer noch drin, mit Flaschen Wein und einem Messer, wo der Schinken und der Käse schnitzt, wo kannst du das machen? Und dann kannst du den Rucksack noch dort lassen und kannst irgendwie ins Mittag gehen und dann ist er nachher immer noch dort. Also wo kannst du das? Also das ist einfach das Gemütliche, das Urchige halt, wo Schwingen auch überbringt und das Friedliche und die Werte, das sind einfach da, wo die Leute wieder schätzen lernen und einfach auch geniessen. Und ja, mit einem Haufen Leuten, wo Firmen leiten, schon geredet, wieso dass sie denen so gerne ein Schwingfest gehen. Und dann sagen sie ja, wenn ich am Sonntagmorgen hier komme, dann wird über die Teilung diskutiert, ob es das gegeben hat oder nicht. Bis am Abend denke ich nie ans Geschäft. Und das ist einfach das Schöne. Und ja. Also warum sind die auch so... Oder jetzt, du bist noch Sportler des Jahres geworden, 2019, noch vor dem Roger Federer. Was ist es denn, was euch so ausmacht? Also man merkt es jetzt ja schon auch, wie ihr redet und wie ihr seid, aber gleich die Ausstrahlung, die ihr habt. Ja, aber sicher das sehr grosse Teil, das der Nöldi gesagt hat, mit dem Heimeligen, mit dem Schwingfest, wo man eigentlich, ja, kann machen, was man will. Du hast keine Ausschreitungen auch. Und vielleicht ist es halt, also wir sind relativ nah am Geschehen. Mhm. Wir sind nah an den Leuten und du nimmst die Zeit für die Leute und wenn jemand kommt, der ein Autogramm hat oder ein Foto, kannst du natürlich nicht alle bedienen, aber ich sage, das grosse Motto, kannst du da relativ viele Leute befriedigen, wenn sie kommen, wenn sie ein Foto oder ein Autogramm. Und das ist sicher auch noch das, was die Schwingen so attraktiv macht, dass du nach am Geschehen bist und auch nach am Sportler bist. Das ist ja nicht so wie irgendwie im Fußball, wo ja, das ist das Spiel fertig und dann gehen sie durch das Tunnel durch und dann der Zeit. Das ist auch nicht überall so, da kommen die Spieler zum Teil schon auch noch, aber wir nennen es dann vielleicht noch einmal, halt manchmal eine Viertelstunde mehr Zeit für die Leute und das ist vielleicht auch das, was auch noch ein bisschen ausmacht. Mhm. Dass wir halt dort relativ nahe sind. Und kommen mit dem ÖV hierher und nicht mit dem Ferrari. Genau, richtig. Ich glaube, es ist sicher noch so ein bisschen eben, normal geblieben, bodenständig geblieben. Und ich glaube, es ist auch ein Credo, das halt ein bisschen für uns spricht, dass mit dem Erfolg nicht... dass der nicht in den Ring steigt, auf Bandage gesehen. Und eben, wenn ich dich jetzt so, wenn ich mir erlauben darf, anschauen, oder? Es läuft auch finanziell. Jetzt dein Manager ist da, der Rolf Hauser. Ich gehe jetzt einmal noch gerade schnell zu dir, ehemaliger Radprofi auch. Natürlich, herzlich willkommen, Rolf. Wie siehst du das, der Kigl Stucki zu vermarkten? Seine Werbespots sind ja auch so unglaublich stark. Ist das schwierig? Musst du an die Türen klopfen, musst du Klinken putzen oder kommt es jetzt bei so einem Typ gerade von sich? Ja, das hat sich natürlich auch mit den Jahren entwickelt, aber der Kigl ist natürlich schon eine einzigartige Person. Also, als wir angefangen haben, 2009, da hat er mich gefragt, was willst du eigentlich mit mir? Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde ideale, passende Partner für dich. Und ja, was machen denn die? Ja, logisch, du musst für die etwas machen. Und so hat das eigentlich angefangen. Und er hat sich super entwickelt, dass er einfach interessant ist für gewisse Partnerschaften. Man sieht jetzt bei ihm natürlich die entsprechenden Partner, die Visibilität haben. Er kann sich sehr gut mit denen identifizieren und auf der anderen Seite auch sich selbst bleiben. Also man sieht das vielleicht jetzt auch im Spot mit dem Mobiliar. Er ist ein guter Schauspieler. er macht wirklich nur das, was er will. Also, ja,
noch nie das erlebt, dass er mir sagt, wieso muss ich das machen? Es ist eigentlich immer der andere Weg, sondern ja, man kann das machen, weil das macht Spass. Aber ihr sagt, es muss passen zu euch, oder? Ja, es muss passen. Es ist schon nicht so, dass alles immer ideal passt. Also auch schon ich habe so absagen, nein, das machen wir nicht. Es gibt ab und zu mal Anfragen, aber das meiste, was ich eigentlich muss machen, es ist schon nicht so, dass ich Alltag an den Telefonhörer abnehmen. Es wäre manchmal natürlich schön, aber das ist überhaupt nicht so. In der Schweiz ist immer noch in dem ganzen Botschaftergeschichte, Testimonialgeschichte, ist immer noch so, dass jemand aktiv rausgehen muss. Danke vielmals für die spannenden Einsichten, Rolf Hauser. Nöldi, bei dir eben, haben wir ja gesagt, 2001 war das noch nicht so möglich gewesen. Ihr habt immer geschafft, aber du auch. Du bist auch jetzt bis am Schluss du bist Käsermeister. Du hast jetzt zwei eigene Käsereien aufgebaut, bist an einem grossen Projekt. Wie hast du denn das alles aneinander vorbeigebracht? Ein Unternehmen aufbauen, Käse, eine Familie und noch der Sport? Ja, also früher, bis ich Vater geworden bin, habe ich einfach immer gesagt, ja, ich arbeite 100%, dann lässt mir den Grin nicht zu, dass ich es alles nicht aneinander oder aneinander vorbeibringe. Und habe ein bisschen wenig Freizeit gehabt. Und dann, als ich Vater geworden bin, habe ich gesagt, jetzt will ich etwas von meiner Tochter haben. Dann bin ich auf 70% runter. Und dann ziemlich gleichzeitig habe ich dann aber auch mit dem Kollegen zusammen zwei Käsereien, oder bis am Anfang eine und dann eine zweite übernommen. Ja, dann ist es mit diesen 70% hat dann auch nicht mehr so reingegangen. Aber ich sage immer, eine gute Arbeitszeit. Ich fange am Morgen um 4 Uhr an, dann habe ich am Mittag irgendwann mal Feierabend. Dann kann ich nachher trainieren und, oder mit der Tochter etwas machen, je nachdem. Und am Abend noch in den Schwingkeller. Und so habe ich eigentlich eigentlich immer alles ein bisschen aneinander vorbeigebracht und haben wir so eigentlich etwas können aufbauen jetzt mit den Sorten, die wir sonst haben und dem Königskäse ist natürlich ja. Aber sag mir noch schnell bleiben beim du hast gesagt, deine Tochter hat dich dann zum Teil auch animiert zum zu trainieren, also du hast das kombiniert, trainieren und mit der Tochter zusammen sein, was hast du gemacht? Ja, also als sie ganz klein war, dann habe ich sie einmal in Wagen gehockt hinten dran und bin einmal den Hocker aufgefahren mit dem Mountainbike bis in die Alpen. Und die anderen haben einmal mir den Vogel gezeigt und gesagt, wir gehen ohne Wagen schon fast kaputt, bis wir da oben sind und du gehst mit dem Wagen dort durch. Aber das war für mich ein gutes Training einerseits und andererseits, sie hat den Pleasure gehabt, hat nachher geschlafen und ist allen Diener gewesen eigentlich. Später habe ich dann habe ich sie mitgenommen in den Kraftraum, oder sie hat wollen mitkommen. Dann haben sie gefragt, darf ich mitkommen? Und dann hat sie dann, dort habe ich ihr etwas gerichtet, wo sie hat können Übungen machen, sei es Rumpfbügen oder Liegestütze oder irgendetwas. Und nachher ist dann sie langsam die gewesen, wenn ich manchmal denke, heute Nachmittag könnte man jetzt einfach im Garten aussen ein bisschen schutten oder irgendetwas, hat sie gefunden. Wir gehen schon noch trainieren, gell? Und, Kriegel, du hast auch noch bis vor einem Jahr gearbeitet als Chauffeur, oder? Du bist gelernter Forstwart. Wie hast du das? Du hast zwei Buben aneinander vorbeigebracht. Ja, das war manchmal schon relativ stressig gewesen, sicher. Also, heute bin ich glücklicher Lage. Ich sage immer, ich bin freischaffender Mitarbeiter von meiner eigenen Firma. es ist natürlich schwierig mit zwei Kindern 100% zu arbeiten oder auch schon um 80% zu arbeiten. Und noch die anderen Verpflichtungen, die man hat, eben, sei es mit Sponsoren oder auch mal mit Freunden fort oder was auch immer, das ist relativ schwierig. Und ja, das Training habe ich auch noch vergessen, Entschuldigung, das darf man nicht unterlassen. Und einfach das alles unter einen Hut bringen, ist schon ein relativ grosser Spiessrautenlauf gewesen. Also ich glaube, wenn meine Frau nicht wäre gewesen, auch alles so ein bisschen oldtimeret hat und eingeschrieben und wäre es relativ schwierig geworden, ja, aber es ist immer recht eine grosse Organisationsakt natürlich. Aber ihr sagt ja ganz einen Haufen, zum einen das Finanzielle bei vielen, aber die anderen sagen, ich will ja arbeiten. Warum sagt ihr dann auch noch, ich will meinen Beruf nebenzu? Ja, es ist natürlich einerseits so, wir sind schon in glücklicher Lage, dass also jetzt ich mit dem Schwingen verdient man fangen etwas. Also eben, das hätte ich mir vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder noch länger auch noch nicht träumen. Und so, ja, ich sage, es schaut gleich nicht so viel raus, dass es bis hinten raus lenkt. Außer du hast irgendeinen Lotto-Sechser oder was auch immer.
Und da bleibst du immer klein im Ball, dass man immer ja, gegen noch etwas macht. Und irgendwann kommt irgendwie so die gemütliche Sache. Und dann, oh, jetzt muss ich wieder arbeiten. Und dann erlebst du das blaue Wunder. Und darum, ich habe gar nicht auf der faulen Haut. Ich gehe zwischendurch auch ein bisschen arbeiten. Wie soll ich sagen, als Vergnügen. Wieder ein bisschen alte Berufung nach, ein bisschen Wald. Wir haben das schon gelesen, irgendwie vor 14 Tagen. Dass ich mir da einen Finger geholt habe. Das war eine Lappalie. Und einfach so, natürlich auch gleich etwas machen, dass man immer ein bisschen dranbleibt. Ja. Es ist ja auch ein guter Ausgleich. Also Arbeiten ist erst ein guter Ausgleich und andererseits, wenn du aufhörst, wie viele Sportler fallen in ein Loch, wenn es nicht irgendwo gerade, ich sage jetzt, ein Skifahrer bei einer Skifirma kann anfangen, irgendetwas, ist noch schwierig, denn der neue Spitzensportler weiss noch nicht. Also, dann haben sie keinen Job, haben nichts gelernt, wahrscheinlich. Was mache ich jetzt? Und dann fallen sie in ein Loch, sie haben nichts zum Arbeiten. Und das passiert dann der Schwinger halt eigentlich dann nicht. Aber jetzt bist du erfolgreich ein Unternehmen, bist am weiteren Geschäft aufbauen. Was nimmst denn du, was kannst denn du mitnehmen aus dem Sport, der dir jetzt im Unternehmertum hilft? Ziel setzen und das dann auch... wie soll ich sagen, wir haben immer gesagt, irgendein Böllengrind oder einen sturen Kopf. Und das hilft dir natürlich dann schon im Berufsleben auch. Wenn du kannst dir irgendwelche Ziele setzen und denken oder irgendwie mal etwas zurechtspinnen und dann sagst du so, und jetzt mache ich alles, bis ich dorthin komme. Und dann tust du auch zielstrebig auf das her arbeiten. Und das habe ich sicher vom Schwingen her oder vom Sport her natürlich auch mitnehmen. Hilft es dann, einen Namen zu haben? Das heißt, jetzt kommt der Vorher und... Da ist das eine. Ja. Das kannst sicher ist ein Türöffner, dass du irgendwo überhaupt ins Gespräch kommst. Aber schlussendlich sind die Leute dann viel kritischer bei deinem Produkt. Also wenn es dann nicht etwas nicht ganz so ist, wie sie sich vorgestellt haben, dann sind sie dann viel kritischer, als bei einem anderen sind. Das ist dann wieder die Kehrseite der Medaille. Erlebst du das auch so, dass man die Tür öffnet und nachher schaut man aber genauer her? Ja, also dass man genauer... Also ich bin natürlich nicht wieder nötig, ich habe nicht das Produkt, das ich verkaufe, er mit seinem Käse. Aber es ist schon so, man hat natürlich, ich sage es mal, Vorzüge. Es tut dem schon die Türe auf. Aber jetzt so eben, die Kehrseite habe ich zum Glück noch nie erlebt. Ich werde es sicher auch noch erleben. Aber wie er sagt, es öffnet einem nicht gerade Tür und Tor, aber man kommt sicher ein bisschen ringer an etwas her, als wenn man ein No-Name ist. Ja. Du hast noch gesagt, es hat dir geholfen, wenn du mal die Schmerzen gehabt hast, nach dem Schwingfest in den Käsekeller zu gehen. Ja, das ist das, was ich immer gesagt habe. Ob ich jetzt wirklich ein intensives Training hatte am Abend, ein Schwingtraining, oder ein strenges Schwingfest am Sonntag, am anderen Morgen um 4 Uhr den Wecker ab oder um 3:30 Uhr, dann hast du mir gedacht, Himmels Willen, nein. Aber das ist nur, bis du aufgestanden bist, hat dir alles wehtun, nachher in die Käse gefahren und dann das feucht warme Klima und die Bewegung. Mittag habe ich es immer tipptopp nachher. Eben, das feuchte Klima. Aktive Erholung. Das war aktiv eigentlich wie Wellness gewesen, oder? Sozusagen, ja, andere zahlen für das. Wie hast du dich erholt? Also, ich meine, du hast viele Verletzungen, immer wieder aufstehen, wie hast du denn das? Ja, ich glaube, eben, das ist so das Stehaufmännchen. Wenn man ein Ziel hat, arbeitet man darauf her. Wenn man einen Rückschlag hat, dann wird man zurückgeschlagen und probiert wieder vorzukommen. Das ist, glaube ich, bei jedem Sportler so. Man geht nicht auf, eben, bis man das Ziel vielleicht erreicht hat. Ja. Und einfach eben, immer dranbleiben und das Beste rausholen. Aber wo du jetzt da den Bandscheibenvorfall vor Bratteln gehabt hast, was macht denn das mit dir? Und wie stellst du dich dann eben gleich wieder? Nicht mehr duschen. Genau. Nein. Ja, das ist relativ... Es war noch recht schwierig gewesen. Ich sage jetzt nicht einmal körperlich. Ich glaube, für den Kopf war es fast schwieriger gewesen, dort wieder in die Spur zu kommen, weil eben... Du machst dir dann so Gedanken, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, jetzt mit 37. Und dann machst du dann deine Gedanken, ja, was ist denn, wenn jetzt die Verletzung noch schlimmer wird? Oder was verbaust du für die Zukunft? Das waren auch so mehr solche Gedanken gewesen. Also ich war wirklich kurz davor, gewesen, vor Bratteln den Bett herzuschiessen. Ich habe gesagt, ja, komm, leck mir doch das Zeug aus dem Vödel. Und einfach, das ist dann... Und dann dachte ich, ja, nein, komm, aber so kannst du jetzt auch nicht antreten. So das letzte Eidgenössische, willst du dann gleich noch dabei sein. Und schlussendlich bin ich jetzt froh gewesen, bin ich gegangen und habe eigentlich mein Ziel mehr als erfüllt mit
mit dem Kranz gewinnen. Nochmal ein Kranz, nachdem er kurz vorher so verletzt war. Also wir haben es gehört, immer wieder aufstehen. Es gibt auch schwierige Zeiten bei den Schwingern, aber der Kopf lässt es nicht zu. Man ist ehrgeizig und man will das Ziel, das man sich gesetzt hat, erreichen. Das wollen auch unsere nächsten Gäste. Sie wissen, wir haben die Rubrik Achtung, fertig, Kamera. Dort kann sich immer ein Verein oder eine Sportart vorstellen. Und heute ist das Rope Skipping, also Seilspringen. Wir begrüßen Rope Skipping Satus Dachsen. Das sind 6 Athletinnen im Alter von 15 bis 23. Und sie zeigen uns ihre Vorführung, die sie am nächsten Wochenende an der Schweizer Meisterschaft werden zeigen. Ich sage Achtung, fertig, Kamera. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak from their sarcophagus and just won't leave you be. Herzliche Gratulation. Bei mir ist Stefanie Schneider, Schweizer Meisterin, auch schon Profi, auch das richtige Räckli angesehen. Herzlich willkommen, Stefanie. Wie muss man sich das vorstellen? Wie trainiert ihr denn jetzt da so miteinander? Es ist sehr komplex, es ist sehr koordinativ. Wie geht das? Ja, also wir sind jetzt schon seit einem halben Jahr dran, die Show am Üben. Wir haben 2-mal in der Woche Training, je eine Stunde, wo wir einfach immer zusammen am Springen sind. Und das Zusammenspiel geht dann eigentlich mit der Zeit immer besser. Jetzt eben, ihr habt in einer Woche die Schweizer Meisterschaft. Was ist dort das Ziel? Ja, natürlich wenn wir gewinnen. Wir gehen mit 6 Teams aus dem Verein an die Schweizer Meisterschaft. Wir haben auch sehr junge Kinder dabei. Von 8 bis 22 haben wir alles. Und wir wollen einfach Spass haben. Und den Titel holen. Ja. Jetzt, du bist noch Schweizer Meisterin im Einzel. Wie trainiert man da daheim in der Wohnung? Und dann die Nachbarn nicht?
nicht klöpfeln, wenn es immer so tätscht? Ja, also natürlich haben wir eine Halle, wo wir dort trainieren können, aber auch die Heide müssen wir natürlich Zeit investieren. Von den Nachbarn hat es noch keine Reklamationen gegeben. Man kann auch rausspringen, man braucht ja nur ein Seil und so 2 Meter Platz. Von dem her geht das gut. Dann wünschen wir euch alles Gute. Macht weiter so, es war wunderbar zum Schauen. Und ihr kommt noch einen Gutschein über von 500 Franken von Andreas Götz von der Mobiliar. Danke vielmals für die Vereinskasse. Danke vielmals, Andreas. Danke vielmals, Steffi. So Seiligumpen, gehört das auch zu eurem Repertoire? Also, mein Metier ist es nicht. Ich will mir lieber das Seil immer umzuschenken. Bei dir? Boxer tun ja. Wir haben in jungen Jahren sind wir einmal miteinander in Kraftraum gegangen. Und dann haben wir so eine Challenge gehabt, wer am meisten Doppelte herbringt. Wie viel hast du hergebracht? Ja, irgendwie 40. Also nicht wahnsinnig. Mir hat es hier abgelöscht, was ich da gesehen habe. Jetzt, wie geht es weiter bei euch? Nöldi, du bist mit deinem Partner, Franz Rüdi-Süli, etwas Neues am Aufbauen. Kannst du uns erzählen, was ist denn das? Was sind da dran? Ja, ist einfach, wäre eine Erweiterung. Da sind wir jetzt dran am Schauen, am Planen, ob denn das trainiert passt. Im Moment ist Käse- oder Milchbranche ein bisschen schwierig. Export ist ganz schlecht natürlich. Und ja, durch das ist alles ein bisschen, eben Energiepreise sind in die Höhe und alles miteinander ist ein bisschen schwierig geworden im Moment und es ist gut zu überlegen. Und ja, sonst würden wir, es wäre eine Betriebsübernahme und wir würden uns dann ein bisschen vergrössern und ja. Also zu den 2 Käsereien nochmal zusätzlich in dem? Ja, 2. 2 nochmal? Grosser ja. Unternehmer, hä? Ja, nein, eben, darum sage ich, ist gut zu überlegen. Mehr ist nicht immer mehr, darum ist es abwägen. In der heutigen Zeit, ja, genau. Wir suchen noch Leute. Für was? Das wäre ein bisschen länger Arbeitsweg. Aber, ne? Wir haben ein Zimmer für die Wochenaufenthalter. Wir haben sogar grosse Betten. Du kannst mir eine Frau ja mal anrufen. Wie geht es bei dir weiter, Kigl? Eben, wir haben ja gelesen, dramatisch, oder? Jetzt war der Schnitt nicht so wahnsinnig. Ja. Aber wie schaust du mit deiner Karriere schwingen? Ja, das ist. Also, nächstes werde ich ganz sicher noch schwingen. Ich bin ja schon wieder im Trainieren. Ich weiß zwar nicht, wie es läuft, wie es geht. Eben, der Flügel ist ja noch kaputt, der ist nicht operiert. Die Schulter ist genau so, wie sie im Eidgenössisch war. Ich probiere dort natürlich das Beste rauszuholen. Und ich werde nächstes noch schwingen. Und wie es in ferner Zukunft aussieht, weiß ich selber auch noch nicht ganz. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Danke vielmals, sind ihr zu uns gekommen, habt uns beehrt. Alles Gute, merci vielmals, Nöldi vor und Kigl Stucki. Danke vielmals. Merci vielmals. Danke vielmals. Ja, und die nächste Sendung, die ist am 12. Dezember. Dann zu Gast ist der OL-Star Daniel Hubmann und der Bandleader von der Schweiz, der Pepe Lienhardt. Wir freuen uns auf die beiden Gäste. Wir freuen uns auch auf euch. Habt's gut bis dann, Herren. Tschüss miteinander. Sportaids ist Ihnen präsentiert worden vom Hasler Profizenter, Optimo Group, Mobiliar Winterthur und einem starken Wirtschaftsteam aus der Region Winterthur.